Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute mal cool, wir machen heute Rippchen im Asado-Style. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Vollkommen unvermeidlich bei jedem Grillvideo, kennt ihr Drama, sind die Zutaten. Es sind aber in dem Fall Gottlob nicht viele. Wir haben ein bisschen Western-Soße, also ihr könnt auch eine Barbecue-Soße nehmen, auf die ihr Lust habt. Ist toll, wenn sie so ein bisschen stückig ist. Dann brauchen wir so 2-3 Esslöffel Sambal Oleg. Und sowas Schönes hier, Apfelessig. Davon brauchen wir so, naja, ungefähr einen halben Liter. Barbecue-Soße wäre in dem Fall 250 Milliliter, dann habe ich noch eine Schüssel. Dann haben wir hier noch Mob, den kriegt man im, ja, im geneigten Zubehörhandel zu kaufen. Eine Zange, einen Löffel und ganz wichtig, die Rippchen, kriegt man hier, ich mir bei meinen Freunden, den Beef Bandits, okay, ist meine Firma, also bei mir selber bestellt. Rips sehr, sehr schön, richtig dick Fleisch drauf, guck mal hier oben, auch eine richtig schön, diese Langsfaser hier, sehr, sehr geil, also keine so eine Sparrippchen, sondern wirklich, also da ist der Knochen wirklich bloß, ja, so ein Nebendarsteller, der spielt eigentlich keine Rolle. Hier oben hast du ja so eine kleine Knorpeleinlage, die ist leider so, das kriegt man nicht geändert. Dann habe ich noch 2 Esslöffel Grillpfeffer, viel mehr ist in der Tüte nicht drin, weil ich den so oft brauche. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr euch den kaufen oder nachmischen, findet ihr alles hier unten, irgendwo steht das in dem Text drin oder unter dem Video. Ganz wichtig und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, bei Rippchen will man als allererstes immer mal die Silberhaut runter haben und so auch hier, wenn man einen Löffel am Knochen, dann hier fährt man runter, siehst du? Dann mit dem Finger rein und dann siehst du, das funktioniert heute nicht ganz so gut, wie das sonst manchmal funktioniert. Also im Prinzip hebst du das ab und wenn das nicht funktioniert, nimmst du ein Stück Crepe, gib mir da puzzelst du das so hoch und das sind natürlich schöne fettige Rippchen. Deshalb rutscht man da so weit weg und dann nimmt man praktisch den Crepe, Küchencrepe oder Küchenpapier und greift sich das und zieht das hier so runter. Dann ist das Drama auch nicht mehr ganz so doll. Und dann hast du die weg. Bei den Dingern ist das immer ein bisschen komplizierter als bei normalen Baby-Back-Ribs, aber dafür, ja, reicht so ein Portionsstück auch mal locker für 2-3 Leute, weil das isst du wirklich nicht mehr alleine auf. Dann machen wir eine ordentliche Portion Grillpfeffer auf hier. Die Knochenseite und natürlich auch auf die Fleischseite. Das man immer so besprenkeln, also nicht voll wie paniert, sondern schön kräftig einpfeffern, aber nicht panieren, ungefähr so. So, das Schöne ist, damit ist im Prinzip unsere Fleischvorbereitung schon abgeschlossen. Den lassen wir noch mal ganz kurz hier ziehen. Und machen uns unsere Mobsoße. Für unsere Mobsoße nehmen wir einfach hier so 2-3 Esslöffel, so Teelöffel von dem Sambal Oleg. Guck mal, 3-4. Kann ich ruhig ein bisschen Bums haben. Da gibt es die Barbecue-Soße und ich habe die ja immer in diesem, ja, Blutcontainer, sage ich immer dazu, drin. Und da kann man die von hinten aufrollen, wie eine Zahnpastatube. Und macht die einfach leer. Und ich bin ja schon ganz oft doof angesprochen worden, ja, warum packt ihr die in Plastik? Und da sage ich ganz ehrlich, so wie es ist, weil deine Zahnpasta nimmst du ja auch nicht aus der Glasflasche. Beim kriegst du den super entleert. Und das hier, ihr Lieben, ist Polyethylen. Das gehört einfach in einen gelben Sack. Da kann recycelt oder verbrannt werden, irgendwas. Und dann ist alles gut. Ich sage mal, wenn du nicht Wasser und in den Weltmeer schmeißt, dann kommt du da auch nicht hin. Sei einfach ordentlich damit. Und dann kippen wir da noch einen halben Liter Apfelessig auf. Dann vermischen wir das, dass wir so eine richtige wässrige Mobsoße haben. Also die soll jetzt keine Glasur sein, sondern wirklich eine sehr, sehr wässrige Nummer. So wie jetzt hier. Das ist also kein Fehler, sondern ist ein Feature. So, immer kosten. Sauer wie Sau. Und gleichzeitig scharf, ein bisschen fruchtig. Genauso muss das sein. Also nicht täuschen lassen davon, dass es sauer ist. Das muss so. Mal herrlich sieht es aus, oder? Hier haben wir unser Fleisch. Da hinten ist der Grill. Da habe ich meinen Asado-Grill stehen. Und da packe ich unser Fleisch jetzt drauf. Und ganz wichtig, nicht nach unten zum Angrillen. Also nicht hier, wo es gleich voll Bums kriegt. Sondern wirklich entspannt hier so auf die Höhe, wo der, ich halt immer die Hand am besten unter den Rost. Na, jetzt schön kann er ein Stück runter. So ungefähr auf die Höhe. Wenn nachher die Flamme, wenn wir Holz nachlegen und die Flamme hochkommt, dann ist es total easy. Dann stellen wir es einfach ganz nach oben. Dann ist es auch weit genug von der Flamme weg. Und wenn es dann runter brennt, gehen wir immer einfach ein bisschen mit. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr ursprüngliche Form. Du siehst, du hast Rauch, du hast Feuer und du hast eine ganz, ganz langsame Garung von dem Fleisch. Und ganz langsam heißt 3 bis 4 Stunden, die wir hier tatsächlich am Grill verbringen werden. Und jetzt lassen wir aber die erste halbe Stunde erstmal so ein bisschen Energie in das Fleisch einziehen. Und dass wir ein bisschen Kruste drauf bekommen, dass wir ein bisschen Farbe dran kriegen, dass du ein bisschen nach Grillen ansiehst. Und dann starten wir erst mit dem Mobben. Also nicht gleich von Anfang an wie so ein Blöder mit dem Mob losrennen, sondern wir sind hier immer noch beim Grillen. Und da gehört so ein bisschen Flamme und ein bisschen Farbe dazu. Du verwendest heute nur Holz. Ich habe so Buchenholz hier. Schöne kleine Stücken,
immer ein, zwei Stücken nachpacken. Beim Asado-Grillen ganz wichtig, Ruhe, Geduld, Zeit. Und je mehr Zeit und je mehr Ruhe ihr reinbringt in das Fleisch und das eins entspannter oben grillen lassen, umso saftiger und umso aromatischer wird das nachher. Weil das natürlich Zeit hat, jetzt hier Rauch anzunehmen, ähnlich wie auf dem Smoker. Nur halt cool ist, das ist offen, das ist frei und du siehst, was passiert. Das soll auch die ganze Zeit so rauchen, ja? Das kann so rauchen. Ich würde jetzt nicht extra Rauch bei veranstalten, aber wenn es so raucht, ist es okay. Hier unten herrlich blubbernd und brutzelnd. Schöne Farbe bekommen, Rauch eingeatmet. Mein lieber Herr. So, und jetzt haben wir die ganze Zeit hier oben gehabt und jetzt vorsichtig gegart. Das machen wir immer noch, aber eine Stufe weniger vorsichtig. Also jetzt mal in die Richtung. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Halbe Stunde ungefähr vielleicht dann. Doch eher in die Richtung. Also die Flamme sollte nicht an Rost schlagen. Und dann fangen wir an, das erste Mal zu mobben. Mobben wir jetzt von der Oberseite jetzt immer rüber hier. Warum macht man das? Dass man Feuchtigkeit ranbringt und den Garprozess ein bisschen verlangsamt und drehen den jetzt natürlich auf die eingefeuchtete Seite. Und dann kann natürlich ein bisschen mehr ein Stück runter. Und von oben kommt jetzt auch noch ein bisschen Mobbruf. Also wir verlangsamen den Garprozess ein bisschen, wir können mit mehr Hitze arbeiten, haben eine heiße Feuchtigkeit außen, die ins Fleisch einzieht und haben natürlich auch noch die Säure, die ein bisschen dafür sorgt, dass es nachher schön zart wird. Die Süße noch mit drin und die Schärfe, das wird nachher auch nach was schmeckt. Ne? Wendest du das jetzt in den nächsten halben Stunden? Ja, ich bin jetzt ständig am Wenden und Tun. Also jetzt lasse ich immer so 5 bis 6 Minuten lasse ich jetzt stehen. Denn die Flamme kommt jetzt ein Stück höher. Dann haben wir einen kleinen Ticken nach oben. So. Und habe also die ganze Zeit immer ein Auge aufs Fleisch. Dass nicht so viel Röstung drin kommt, aber dass es trotzdem nachher super lecker ist. So, gehen wir nach dem ersten Stündchen so hin und her. Sieht ja so aus. Hat ein paar Röstaromen bekommen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Solange das Fleisch nicht komplett verbrennt, kann auch mal so eine dunkle Stelle drauf sein. Und dann mobbt man immer, wenn man es umgedreht hat, schön gleich rüber. Herrlich. Liebig. Und weiter grillen. Und jetzt wirklich mit wenig Hitze, also ruhig schön weit nach oben das Fleisch. Wir haben ja Zeit, wir haben ja keine Eile. Grillen. Wie lange grillen wir jetzt? Na, grillen, denke ich mal, so insgesamt so 3 Stunden, 4 Stunden, irgendwas in der Größenordnung. Ich werde mal gucken, dass meine Kerntemperatur nachher kommt, so bei 70, 75 Grad. So richtige Asadoris, die haben da, oder Asadore, wie sagt man, Asados. Also, Leute, die sich damit auskennen, die drücken und drehen an dem Fleisch, die wissen Bescheid. Aber wir, die das nur alle Jubeljahre mal machen und uns damit so ein bisschen beschäftigen, nehmen Kerntemperaturthermometer und überprüfen einfach, wie weit das ist. Meine Fresse brennt mir das in den Augen. Ich bin so ein richtiger Asado-Meister, die macht dann auch nicht so viel. So, dann packen wir irgendwie noch mal ein, zwei Stückchen Holz auf. Also immer so ein bisschen was am Feuer hat. Guck mal, hier oben siehst du, läuft das Fett hier in die Rinne rein und tropft hier drüben dann in diese Töpfchen. Ja, wenn man möchte, kann man das wieder über das Fleisch heben, aber ich halte das für Quatsch. Die Rippe ist fett genug. Da reicht normale Mobben vollkommen aus. So, wir haben jetzt knapp 60 Grad drin, wir haben schon eine schöne Kruste aufgebaut. Jetzt habe ich es extra tiefer gestellt und jetzt drehen wir es immer hin und her. Nochmal so für 20 Minuten. Und mobben, bis wir keinen Mob mehr übrig haben. Also der restliche Mob sich jetzt hier in einem großen, heißen Dampf um dieses Stück Fleisch verteilt, dass es schön zart, saftig wird. Liebig. Ist ja auch nicht mehr viel drin. Jetzt, nö, also ich denke mal so eine halbe Stunde jetzt noch mit ein bisschen mehr Last. Und dann sind wir auf dem guten Weg. Können wir da gleich wieder umdrehen. Herrlich. Und immer gleich wieder immer rüber moppen. Schön. Mega, oder? So herrlich sieht das Stück jetzt aus. Wir haben tatsächlich 4 Stunden insgesamt gebraucht. Und jetzt nehmen wir den mal aus der Sonne und ja, kosten den. So herrlich, war so eine schöne Kruste hier, schön klebrig. Gucken, da ist jetzt durch die Kruste. Schneiden wir mal schön an hier. Da ziehen wir auseinander. Ah, Knochen erwischt. So, hier noch ein Stück runter. So, dann haben wir hier schöne Stücke Rippchen und ich würde sagen, naja, kosten. Also auf euch, rinn die hohle Birne. Ein super saftig. Durch das zarte Garn ist natürlich der Saft schön drin geblieben. Das Essig hat das Fleisch schön zart gemacht.
Und eine völlig andere Nummer als diese klassischen Barbecue-Ribs. Ne? Also Rauch ist auch ein bisschen dran, aber nicht so wie so aus dem Smoker kommen, sondern schön gegart. Ich muss natürlich sagen, wenn man jetzt eine Party von 200 Leuten irgendwie zu bekätern hat, dann macht es wenig Sinn, da irgendwie um die Stücken Fleisch rumzuspringen. Aber wenn man mal so einen Samstagnachmittag Zeit hat und das Wetter ist schön, dann kann man das durchaus machen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr urig und eine coole Art und Weise, ein paar ordentliche Rippchen zu machen. Gerade so eine riesen Okolyten hier. Wenn ihr Spaß habt in diesem Video, wirklich freut über einen Daumen nach oben, den ihr Leuten einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue, macht's gut. Die Körnung löst sich ab. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.